Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Rilia, ich grüße dich. Du hast momentan keinen Kontakt zu ihm, aber dein Gefühl sagt, ihr seid immer noch miteinander verbunden, da kommt etwas noch. Ob das so ist, das klären wir bei dieser Legung. Was sollst du beenden, loslassen? Die Antwort gibt dieses Bild. Die Zahl 6 bedeutet Vergangenheit. Also viele Dinge sollst du beenden, loslassen, was dich mit der Vergangenheit verbindet. Das Kind symbolisiert Kindheitserinnerungen. Die schönen Erinnerungen bewahren und all das, was Traurigkeit auslöst, da nicht aufhalten, sondern immer hier und jetzt sein. So kannst du das bewältigen. Dieser Bild hat auch eine andere Bedeutung. Zwar die Vergangenheit wird abgeschlossen und kommen die Neuigkeiten, weil das Kind symbolisiert Neuigkeiten auch. Was sollst du bewahren? Dieses Vertrauen, dass ihr euch nochmal begegnet, genau diese Glauben, dieses Denken sollst du befestigen und bewahren. Dieses Bild erzählt nämlich, hier kommt eine Struktur, Sicherheit, Stabilität und Struktur, das, was die Zahl 4 vermittelt, und euren Schicksalswegen kreuzen sie sich nochmal. Ich würde sogar sagen, es wird kein Zufall sein, sondern das ist sein Plan. Dein Gegenwart, wie kannst du im Gegenwart mit diesem Gedanken und Gefühlen umgehen? Das zeigt hier diese Geistige. Und das hat immer mit unserem Glauben was zu tun. Zeigt auch die Verbindung zum Göttlichen. Legt es in Gottes Hand und bleib im Vertrauen. Sein Gegenwart zeigt dieses Bild. Er ist fröhlich. Er hat Lebensfreude und hat auch anderen Kontakten. Was verbindet euch im Gegenwart? Die Antwort gibt diese Karte. Die Zahl 2 bedeutet Zweisamkeit. Du und er. Da gibt es keine dritte Person. Und daran sollst du vertrauen. Dieser Baum zeigt, angekommen zu sein, verwurzelt zu sein. Er hat dieses Gefühl, er ist bei dir angekommen, aber er versucht, seinen Gefühlen momentan verdrängen. Und das, was euch traurig macht, und das zeigt diese Trauerweide. Wie geht das weiter? Dich bedrückt etwas oder kränkt dich diese Situation. Aber das wird abgeschlossen und kommt ein Neuanfang, weil in dein Leben beginnt eine neue Phase und das vermittelt die Zahl 10. Wann ist es? Das wird im Sommermonaten sein. Da kommen die Neuigkeiten. Was macht er? Was ist sein Plan? Das zeigt hier dieses Bild. Wieder die Zahl 2. Und das bedeutet Zweisamkeit. Hand in Hand. Und die Kinder symbolisieren die Neuigkeiten. Und mit diesen Neuigkeiten kannst du im Sommermonaten schon rechnen.
Worauf solltest du achten, was deinen Gefühlen betrifft? Das zeigt hier dieses Bild. Bleib im Vertrauen, dass hier etwas in Bewegung kommt. Es wird nicht sofort sein, du brauchst noch ein bisschen Geduld. Im Gegenwart wird das alles zu viel. Diese Bewegung ist noch unsicher. Und so fühlt euch auch momentan. Also zeig dieses Geduld und dann wird das alles in Tat umgesetzt, weil diese Münze steht mit Erde-Element in Verbindung und das sind die Taten. Das ist die Realität. Außerdem achte auf diesen goldenen Taler. Das kann dein Finanzen sein, bring dein Finanzen in Ordnung, aber symbolisiert auch deinen Werten oder dein Selbstwertgefühl. Das sollst du stärken. Und wie sind seine Gefühle? Das zeigt hier dieses Bild. Er schaut nach hinten und das symbolisiert die Vergangenheit. Er lebt noch die Vergangenheit. Momentan hat er noch keine Pläne, keine klaren Entscheidungen. Aber mit der Zeit klärt sich hier etwas auf und er kommt entgegen. Er sucht den Kontakt und die Gespräche zu dir. Ich befrage jetzt meinen Pendel. Kommst du mit ihm zusammen? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet, ihr werdet kontaktieren, ihr kommt zusammen. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, es ist abgeschlossen. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet vielleicht. Oder wir sollen momentan diese Frage nicht stellen. Meldet er sich wieder, kommt ihr zusammen? Die Antwort ist ja. Liebe Lilia, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.